herzlich willkommen zu Destiny, deinem Jugendmagazin aus Berlin. Okay, heute wohl mehr dein Jugendmagazin aus Südafrika. Genau, da ganz unten. Rund 49 Millionen Einwohner und über dreimal so groß wie Deutschland. Hier findet in diesem Jahr das Ereignis des Jahres statt. Für Fans jedenfalls, die Fußball-Weltmeisterschaft. Noch wird alles kräftig vorbereitet. Das Stadion in Kapstadt zum Beispiel wurde vor einigen Wochen fertiggestellt. Millionen wurden investiert. Aber in Südafrika ist noch viel mehr Geld nötig. Für die Gesundheitsversorgung oder die Armutsbekämpfung ist gerade kaum was da. Woher ich das weiß? Wir waren da. Wir haben Leute der Organisation Jugend mit einer Mission begleitet, die nach Südafrika geflogen sind, um den Menschen dort zu helfen. So trafen sie sich mit Straßenkids in Kapstadt. Kapstadt, ein beliebter Urlaubsort. Doch tief im Herzen dieser großen Stadt liegen viel Schmerz und Leid. Long Street ist eine lebhafte, multikulturelle Straße. Doch sogar hier wird der Glanz von Armut getrübt. Straßenkinder kämpfen hier an jeder Ecke ums Überleben. Marco und Justine Spalke besuchen regelmäßig Straßen wie diese. Ihre Vision ist es, zu den bedürftigen Kindern Beziehungen aufzubauen und ihnen ein Heim zu schaffen, in dem sie Liebe, Annahme und Sicherheit finden. Wenn ich durch die Straßen laufe und die Kleinen sehe, wie sie leiden, keine Eltern und kein Zuhause haben und hier nur mit ihren Tanten und Onkeln leben, dann verspüre ich echten Schmerz und mein Herz verlangt danach, diesen Kindern zu helfen und Waisenhäuser für sie zu bauen. Traurigerweise sind viele der Straßenkinder süchtig nach Drogen, wie zum Beispiel dem Klebstoffschnüffeln, um der rauen Realität auf der Straße zu entkommen. Ich lebe schon seit über 6 Jahren auf der Straße. Wie lange bist du schon auf der Straße? Seit 7 Jahren. In diesen Straßen ist die Coffeekarma eingebettet, ein Zeichen der Hoffnung für die Kinder, die sie treffen. Hier in der Coffeekammer bekommen die Straßenkinder eine nahrhafte Mahlzeit und die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die sich um sie kümmern. Hier können sie Spiele spielen und sich wieder wie Kinder fühlen. Es wird ihnen auch die Möglichkeit gegeben, in Kinderheime zu gehen. Das Fundament der Coffeekammer ist ein fester Glaube an Gott und seine Fähigkeit, im Leben dieser Kinder einen Unterschied machen zu können. Sie bekommen Unterricht über das Vaterherz Gottes und die Hoffnung, die er für sie bereithält. Mitfühlende Menschen wie Justine und Marco sind da, um diesen Kindern zuzuhören und für sie zu beten. Es sind vermutlich die ersten Erwachsenen, die sie getroffen haben, die ein echtes Interesse an ihrem Wohlergehen haben. The reason that there are so many street kids and orphanage in Khayelitsha, some of the mothers. Der Grund für die vielen Straßenkinder und Waisen in Khayelitsha ist, dass einige Mütter trinken und Eltern Alkoholiker sind. Sie missbrauchen ihre Kinder, die dann weglaufen und auf den Straßen in Kapstadt leben. Ich bin selbst in einer armen Familie aufgewachsen und das hat mich zu Kriminalität und dem Leben auf der Straße gebracht. Heute ist es mein Wunsch, dass andere junge Menschen Gott kennenlernen und dass ich Waisen und Straßenkindern zeigen kann, dass es eine Zukunft gibt. Unser Wunsch ist es, jedem Kind hier in Khayelitsha und in ganz Kapstadt ein ordentliches Heim zu schaffen, wo sie leben können, wo sie ein Familienleben haben, mit einer Hausmutter oder Eltern, die sich um 6 bis 8 Kinder kümmern und ihnen ein Leben in Würde geben. This is an example of one of the houses that are used to house abused or orphaned children. Dies ist eins der Häuser, was für missbrauchte oder verwaiste Kinder ein Zuhause geworden ist. Es ist ein Beispiel dafür, was wir für die vielen Kinder in Khayelitsha und ganz Kapstadt tun möchten. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Kinder nicht einfach nur Schutz und Nahrung haben, sondern auch, dass die Qualität der Häuser sehr gut ist. Wir möchten die Kinder nicht aus Hütten in Hütten stecken. Sie sollen in ordentlichen Häusern aufwachsen und auch nicht in Institutionen. Es sollten nicht 70 Kinder und ein paar Mitarbeiter sein, sondern ein wirkliches Zuhause. Das bedeutet, dass es nur ein paar Kinder mit einer Hausmutter oder Hauseltern sein sollten. Wie in diesem Fall auch, sind es 6 Kinder und eine Hausmutter, was ein sehr gutes Beispiel für eine Familienstruktur ist, die wir sehr ermutigen. Many people believe that giving
Viele Menschen glauben, es sei ausreichend, einem verwaisten Kind oder einem missbrauchten Kind ein Haus, Nahrung und Kleidung zu geben. Doch es ist in Wirklichkeit nicht genug. Denn diese Kinder kommen aus Hintergründen, in denen sie innerlich verletzt wurden. Sie sind emotional zerbrochen und man kann das nicht einfach durch ein Haus oder genug Essen wiedergutmachen. Es ist wichtig, sie innerlich heilen zu lassen.